Frohe Ostern, Freunde der scharfen Klinge. Ein bisschen Osterdekoration, um euch begrüßen zu können zu einem Video meiner Reihe Coffee and Knives. Kaffee, wie ihr seht, ist schon da. Taschenmesser liegen auch bereit. Hier wird es aber nur ein kleines, kurzes Infovideo. Schaut euch mal an, was da liegt an Taschenmesser. Die haben eins gemeinsam. Richtig, die sind 42A konform. Ich habe mich entschieden, deswegen habt ihr auch letzte Zeit nicht so viel von mir gehört. Ich habe meine komplette Sammlung, die nicht 42A konform ist, verkauft und nur die nicht unter das Führungsverbot hier in Deutschland unterliegen, habe ich behalten. Hier mein kleines UKPK Spyderco, mein Pit Spyderco, mein Hinderer Slippy. Hier das Purforce Mike. Das Haddock habe ich natürlich auch behalten, ist aber im Augenblick gerade nicht hier. Und natürlich einige Schweizer Taschenmesser. Es werden in Zukunft auch noch so einige Taschenmesser bei mir aufschlagen. Im Augenblick habe ich mir noch nichts gegönnt. Da muss ich mal schauen, was der Markt hergibt. Da gibt es bestimmt so einige interessante Teile. Habe hier auch wieder einiges an Geld in der Kriegskasse. Obwohl ich nicht die komplette Summe, die ich für meine Sammlung bekommen habe. Ich muss dabei sagen, ich habe sie an einen Einzelnen verkauft. Klar, da muss ich Abstriche machen, aber dafür bin ich dann alles losgeworden. Von daher bin ich damit zufrieden. Aber da werde ich natürlich nicht alles Geld jetzt sofort in ein Taschenmesser investieren, was ich da eingenommen habe. Da wird auch das ein oder andere Teil von finanziert, was mit meinem Hobby und meinem YouTube-Kanal nichts zu tun hat. Ja, damit, wie gesagt, es geht hier weiter, nur eben halt mit 42A-konform Taschenmesser. Daher freue ich mich, euch auch bei meinen nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Und damit sage ich nur eins, frohe Ostern, habt ein schönes Fest, scharfe Grüße, euer Vic Spider.